Na, schönen guten Tag. Ihr seht richtig, heute mal pünktlich um 14 Uhr. Wie immer halt. Vor paar Videos habe ich ja diesen krassen Lifehack gezeigt, wenn der Pizzaboden ein bisschen verbrannt ist. Und jetzt hat mir jemand in meinen DMs seine verbrannte Pizza geschickt. Ich habe ein Bild von einer Pizza, da wird der Trick aus deinem Video nicht mehr funktionieren. Zeig. Was ist das denn? Junge! Sieht aus wie Sch. Ich sag euch ehrlich, ein Stück davon essen und man ist nie wieder der Alte. Es ist wunderschön. Nein, ist es nicht. Es sieht absolut beschissen aus. Hab mir die in den Ofen gemacht und dann für 2 Stunden vergessen. Stark. Und was hast du die 2 Stunden so gemacht? Ein 90 Jahre alter Mann hat bewiesen, dass das Alter nur eine Zahl ist. 4, 3, 2... 1, 0, 1, 0. Gottlos. Aber wieso musste er auch auf so einer Rampe starten? Hätte er nicht ganz normal vom Boden einfach losfahren können? Ach ja, und ihm ist natürlich nichts passiert. Hier seht ihr, was danach wirklich passiert ist. 4, 3, 2, 1, 0, 1, 0. Seht ihr, alles ist gut. Er ist wieder zurückgefahren. Told my mom to record the strike. Und für alle Analphabeten hier nochmal in Deutsch. Sagte meiner Mutter, sie solle diesen Streik aufzeichnen. Yo, okay, der Bruder hat es aber auch echt drauf angelegt. Aber wenigstens hast du irgendwas getroffen. Ganzer Bowlingabend danach gefickt. Und Stimmung kaputt. Die Mutter hinter der Kamera safe auch so ausgerastet. Und das alles nur, weil er ein cooles Video haben wollte von seinem Bowling-Trick. Auf jeder Party gibt es immer einen, der den ganzen Abend ruinieren muss. So wie der gerade beim Bowling auch. Klasse, Bro. Sehr stark gemacht. Die peinliche Stille macht das Ganze noch viel schlimmer. Junge, das ist so unangenehm für den Typen. Ne? Aber selber schuld, wer kommt doch auf diese Idee? Ganzer Abend gelaufen, das war's. Möchtest du lieber 100 Euro oder ein gratis Video für dein Restaurant? Ich glaube eher ein gratis Video. Schaut mal, ich bin ganz random auf dieses Video gestoßen. Und es ist halt irgendein Typ, der so Werbevideos für Restaurants oder andere Shops macht. Und krass, er hat wirklich angeboten, entweder 100 Euro oder ein gratis Werbevideo. Okay, machen wir. Okay, die Aufnahmen sehen schon mal eigentlich ganz gut aus und professionell, auch mit echter Kamera, Licht. Ich bin echt gespannt. Also, ich habe nichts erwartet, aber wurde trotzdem enttäuscht. Die ärgert sich danach safe. Die 100 Euro wären besser gewesen. Kommentiere wirklich nie bei Instagram, weil ich zu faul bin. Aber Respekt, Ergebnis ist richtig scheiße. Echt schlechte Kamerakünste, aber bei Schnitt und Edit dann richtig reingeschissen. Stabile Leistung. Oha, Bro. Du hast verstecktes Talent. Lass es versteckt. Junge, ist das schlecht. Der Arme wird richtig gegrillt in den Kommentaren. Das war auch das letzte Werbevideo, was er gepostet hat. Was löst das nächste Video bei euch aus? Lil Bro hat wirklich noch Let's See am Anfang gesagt. Let's See. Der Mittelfinger war echt persönlicher Angriff. Das provoziert mich schon echt. Stellt euch doch mal vor, ihr würdet das auf eurer Kamera sehen. Ich wünschte, ich könnte die Tür da hinten so automatisch zuschließen. Dann Lichter aus und kurz das Kind richtig übertrieben erschrecken, dass es Trauma danach hat. Auf so eine gottlose Art und Weise. Danach würde er nie wieder Süßigkeiten einfach so an Halloween klauen. Und genauso, was löst dieses Bild bei euch aus?
Junge, einfach solche kleinen Kiddies wollen 11 Bar kaufen. Wie alt sind die? 9? Oh mein Gott, und er hat sogar noch eine TikTok-Mütze auf. Ey, das Bild kann ja nicht noch mehr zum Meme werden. Einfach so ein 9-jähriger Bub mit TikTok-Mütze will eine 11 Bar kaufen. Und dann willst du die im Kindergarten puffen. Aber pass auf, dass dich die Erzieher nicht erwischen. Das ist echt geisteskrank, dass so ein Bild existiert. Die Kinder von heutzutage drehen durch. Was ist das bitte für ein Talent? Aber Respekt, er ist so am Durchziehen. 100% Fokus. Richtig gut. Einmal Applaus bitte. Ja, nice. Mach weiter. It's my dream to be a commentator. Yo, yo, yo. Geh mal nicht zu steil ab auf dieses Tor. The ball control. You have got to practice every day and every night to gain that ball control ability. I'm lightheaded. Absolutely fantastical. Wow. Also ja, ich weiß nicht, ob das was wird mit Kommentator. Wer hört sich sowas 90 Minuten an? Oh, oh. Ist mir wirklich ein bisschen zu sassy. Wer von euch kennt eigentlich noch André von Apecrime? Für mich als kleines Kind waren die Jungs Legenden. Aber schaut mal, was bei André jetzt abgeht. Rosa? Rosa? Danke für die Rose. Oh nein, er macht einfach den NPC-Trend auf so einem TikTok-Livestream. Flammherz, Kartoffel. Flammherz. Danke für die Rose. Ganzer Chat ist auch zu Recht am Roasten. Flammherz. Ein Gartenzwerg. Junge, das ist echt cringe. Und er liest auch safe die ganze Zeit den Chat und realisiert, was er da gerade für eine Scheiße macht. Diese lange Stille ist echt nochmal mehr unangenehm. Wow, Ehrenfrau. Arr, Panther. Nee, das ist echt zu hart, Alter. Jeder, der sowieso diesen Trend macht auf TikTok, ist echt verloren. Aber in diesem Falle, damn, das ist echt nochmal Stufe Cringe obendrauf. Ich kann das alles nicht mehr. Und gönnt euch mal, wie sich der Bruder hier freut, weil er Jamal Musiala sieht. Jamal! Jamal! Wow, da hört man die echten Emotionen raus. Jamal! Jamal! Der arme Jamal hat doch Trauma danach. Wieso schreist du so gruselig? Jamal! Kein Wunder, dass er dich nicht beachtet hat, du Creep. Würde ich auch nicht. Jamal! Respira. Nada. Nada. Respira. Oh nein, Neues vom Chiropraktiker. Das sieht voll krass aus. Ich würde niemals jemand so in meinem Gesicht rumdrücken lassen. Also, wahrscheinlich ist es gut für die Person da, aber ich hätte viel zu viel Angst, dass er mir einfach ganz random ein Genick bricht oder so. Wow, Doktor. Qué lindo me quedó la carita. Puedo respirar mejor. Einfach 1:1 sie nach der Behandlung. Ja, kommt halt mal vor, ne? Ist halt jetzt so. Aber Hauptsache, sie kann wieder richtig atmen durch die Nase. Wenn ihr Langeweile habt, was macht ihr da so? Guckt ihr TV, YouTube, TikTok? Geht raus? Also gut, ihr wahrscheinlich eh nicht. Und keine Ahnung, was es noch so alles gibt. Aber falls ihr das nächste Mal so wirklich richtig Langeweile habt und nichts zu tun, ich habe den perfekten Zeitvertreib gefunden, was auch Spaß macht. Und zwar guckt der Bre hier einfach Eis beim Schmelzen zu. Eine Stunde schon drin und es ist noch nichts passiert. Denkt ihr, es macht ihm noch Spaß? Denkt ihr, es ist noch spannend, wenn nach 2,5 Stunden immer noch fast gar nichts passiert ist?
even my soul, I pour it out. Been honest before, what you seeing now? Back when I couldn't afford a house, I used to sleep in the Prius, no heater on site at my campus. Dropped out for a job, I just couldn't manage. Was racking up debt, made it hard to see family. I ran out of panic, I started to grind at a studio. Don't tell my girl I was homeless. Was wasting the time that we could have spent. Der Arme hat gar keinen Bock mehr. Geil, das waren bestimmt lange 6 Stunden. Ja, und so schnell vergeht der komplette Nachmittag. Was hat er da gerade getan für die letzten 6 Stunden? Und ja, Freunde, wenn ihr wollt, dass ich auch mal so eine Challenge mache, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Kuss.